So, da war gerade die Aufnahme ein bisschen gestört. Habt aber nichts verpasst. So, da die Rückwärtsdüsen auch schön weit hinten platziert sind, ist das eigentlich egal. Ich kann mich hier dann gut durchfressen und komme auch immer ohne Problem wieder raus. Muss mich dann immer nur so ein paar Zentimeter daneben setzen und kann dann weiter ins Gebälk gehen. So, was sagt denn das Inventar? Noch nicht mal zwei Teile voll. Nur halb voll. An sich ist das ja super. Also so kommt man echt gut voran. So, Eisen haben wir da natürlich noch was. Uran, Platin. Da oben ist Kobalt. Ich fress mich immer wieder hier so rein. Man muss natürlich nur ein bisschen vorsichtig sein, aber das geht dann schon, wenn und je größer das Schiff ist und je größer vorne der Bohrkopf ist, desto schneller werden wir dann auch hier fertig werden. So. Bisschen zurücksetzen. Oh, dann hier oben nochmal rein. Wie sieht's aus? 16.000, 20.000, sonst noch ziemlich leer. Okay. Die Kapazitäten haben wir ja mittlerweile, um das alles auf einen Schlag aufzunehmen. So, da unten haben wir noch Gold, Platin und Co. Natürlich auch nicht schlecht. Bin echt noch sehr vorsichtig mit dem Schiff hier. Quasi wie mit einem Neuwagen. Da will man auch nicht gleich bei der ersten Probefahrt den Lack kaputt machen. Hier fliegt natürlich noch vieles einzeln rum. Dafür habe ich mir aber schon eine Lösung überlegt. Die werde ich dann auch, sobald wir jetzt genügend Ressourcen haben, werde ich die bei dem nächsten Flug dann auch einsetzen können, hoffe ich. Dafür brauche ich halt noch ein paar Ressourcen, aber das kriegen wir schon hin. Und dann werde ich dann beim nächsten Flug quasi mit den neuen... mit einem neuen Modul dann kommen. Damit werde ich dann auch diese ganzen einzelnen herumfliegenden Sachen alle aufschnappen können. Ich habe mir das zumindest so gedacht. Mal gucken, ob es dann auch wirklich so funktioniert. Aber das Gute ist, wir werden es dann spätestens wissen. So, wie sieht's aus? Voll? Nicht ganz voll? Voll? Ja, doch. Also zwei Dinger sind schon mal ran voll. Eine nicht zu unterschätzende Menge an Uran und eine ganz gute Menge an Eisen gefunden.
Und ich würde sagen, das reicht doch erstmal für den ersten Flug. Wir haben jetzt eigentlich echt eine ganz gute Menge hier fördern können. Und das sollte uns hoffentlich auch helfen dann für die nächsten Aktionen, die wir noch vorhaben. Da brauchen wir natürlich nochmal eine Menge Ressourcen. Und vielleicht reicht es jetzt ja schon aus, dass wir das dann machen können. So, da oben das nochmal wegfräsen. So. Mensch, haben wir ein gutes Loch reingefressen hier, oder? Das lief doch für den ersten Ausflug eigentlich mal für unsere Verhältnisse gar nicht mal so schlecht. So, wenn jetzt auch noch der Auswurf sich einbekommen hat, da bin ich richtig glücklich. Also Vollgas hält das Schiff hier nur 16 Minuten aus, ohne Trägheitsdämpfer auszuschalten. Mal gucken, wie ist denn der Bremsweg? Der geht eigentlich noch, der ist nicht viel schlechter als der von unserem alten Schiff. Das heißt, entweder der von unserem alten Schiff war extrem schlecht oder der hier ist extrem gut für die Schiffsgröße. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das hier eingefädelt bekommen. So, das Parken dauert dann natürlich hiermit schon ein bisschen länger. Oh, ja, vor allem wenn man so schief daneben parkt wie ich. So, und dann so. Na. So, mal gucken, was passiert. Und es klappt. Jawohl, endlich kommt wieder was hier rein. Vor allem Eisen kommt eine ganze Menge rein. Deswegen läuft hier auch die Produktion gerade schon wieder auch richtig schnell auf Hochtouren. Wie sieht's hier aus? Geht noch. So, mal gucken. Wie lange wird das wohl dauern, bis das hier entladen ist? Oder wie viel haben wir denn noch, was entladen werden muss? Wir haben es die Bohrer überstanden. War eigentlich ganz gut, wie es aussieht. So, großer Frachtcontainer, 27.000 noch drin. Aus dem Frachtcontainer wird eine ganze Menge erstmal entladen, das dauert wohl aber noch ein bisschen. So, der ist dafür schon leer. Jetzt geht's an den Frachtcontainer Nummer 2. Der geht eigentlich auch relativ zügig leer. Na, mal gucken, ob hier auch diese Anzeigen rausgeworfen werden. Ansonsten ist nicht schlimm, dann hole ich die selber manuell raus. Na doch, geht eigentlich recht zügig. Hier sind die ganzen Auswurfwerfer, Wurfteile. Die hauen ordentlich was weg. Und hier oben, ja doch, der ist auch gleich leer. 34.000 Eisen, Alter. 21.000 Stein, gut, das ist ein bisschen blöd. Aber verdammt viel Uran auch.
Finde ich zumindest. Und so von der Geschwindigkeit her kann man jetzt erstmal nicht meckern. Wir haben eigentlich in sehr kurzer Zeit wirklich eine nicht schlechte Menge jetzt rausgeholt. Mit mehr Bohrern und ein bisschen Feintuning noch, wird das hier, glaube ich, auch kein Problem mehr werden. Dann können wir nämlich nur die restliche Ummantelung machen. Das werden wir so nach und nach machen. Und hier vorne die Bohrköpfe werden nochmal ein bisschen optimiert. Ich bin am überlegen, ob ich da noch welche dazwischen packe oder ob ich die einfach hier um ein näher setzen soll. Das ist dann mit der Symmetrie ein bisschen blöd. Aber wir könnten ja natürlich wirklich um ein näher packen. Und dann noch eine Reihe drumherum. Und oben noch und unten noch welche. Doch, ich glaube, das wird gehen. So, entladen ist es. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.